So, moin Leute, 32. Spieltag steht in den Startlöchern. Es sind noch 3 Spieltage bis zum großen Finale. Ich habe gerade gecheckt, der 33. Spieltag, dachte ich immer, würde alles auf den Samstag fallen, ist aber gar nicht mehr so, nur noch der 34. Spieltag. Yes. Kannst du da was zu sagen, seit wann ist das geändert worden? Ich glaube, seit 2 oder 3 Jahren. Ich glaube, geändert wurde einfach aus Vermarktungsgründen, ne, damit man mehr Werbefläche hat, mehr zeigen kann. Finde ich auch okay. Für mich war der vorletzte alles an einem war irgendwie immer so ein bisschen, ah okay, jetzt läuft alles parallel, aber es ist ja doch noch nicht das Ende. Letzter Spieltag hat nochmal noch ein Tick anderes Flair einfach. Aber ja, heißt für uns noch mehr Zeit im Fußball zu gucken, einfach nur am Wochenende. Von daher passt das für mich schon. Das ist wohl richtig, aber geil, ich hab's geliebt, diese letzten Spieltage, ja. Alles an einem Spieltag, weil ich saß immer in der Kneipe, irgendwie 9 Bildschirme um mich rum, immer mein Communio, meine Kicker-Elf drin, oh Gott, das waren die Highlights der Saison. Ich bin stolz, ich habe Cooldown hinbekommen, es wird wahnsinnig spannend, wie ich finde, A, die Tippliga ist nach wie vor spannend, aber auch B, in diesem blöden Top-Team, bei mir läuft wirklich alles den Bach runter, ich glaube, durch den 2. Platz jetzt verloren, ich bin jetzt 4., ich bin im Top-Team hinter dir, ich weiß gar nicht, was da los ist. Völlig zu Recht. Schauen wir mal, ich freue mich, ich habe schon mal reingeblinzelt in dein Top-Team, habe ich vorab schon mal bekommen, damit ich es hier einblenden kann. Ich sage nichts dazu, kommt am Ende von dem Video und im Tippspiel. Meine Frage ganz kurz, was ist da los? Wer ist der wahre Rudi Völler von euch beiden eigentlich? Ja, es bleibt spannend bis zum Schluss, ne? Weil ich muss echt sagen, ich habe mich so geärgert über das Derby einfach nur, weil ich war, glaube ich, einer von 3 Leuten nur in der ganzen Liga, der nicht auf Leverkusen getippt hat. Ich war auch ein bisschen suspicious, weil Rudi Völler teilweise sehr ehrliche Tipps zu mir hatte. Also hat, glaube ich, auch auf Köln getippt gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht hat jemand das Privatduell angenommen und kopiert einfach so meine Tipps. Waren aber eben schon ein paar andere dabei, weil er hat am Schluss ein paar aufgeholt. Es bleibt einfach, glaube ich, wirklich bis zum Schluss unfassbar schwierig zu tippen, weil so viele Spiele dabei sind, jetzt beim letzten Spieltag halt auch, ne? Die kippen können, dann hast du Vereine dabei wie die Hertha, die überhaupt nicht funktionieren, oder dabei dann irgendwie doch wieder gute Ansätze jetzt zeigen. Schauen wir mal, wie die nächsten Spieltage werden. Köln wird für mich super spannend, sind für mich irgendwie generell so ein bisschen die Wundertüte der Rückrunde generell. Also du hast Spiele gegen Leverkusen, gegen Bremen dabei. Dann hast du zwischendrin absolute Tieffahrten dabei. Jetzt gegen die Hertha werde ich es mir im Stadion angucken. Da kommen wir eh gleich dann als erstes Spiel drauf. Aber das ist auch wieder so ein Spiel, wo man theoretisch jetzt sagen würde, die Kölner kommen aus dem Derby raus und nehmen den Sprung mit. Und dann kann das am Schluss ein 4-0 Hertha werden. Und es bleibt spannend bis zum Schluss, lass uns mal überraschen. Es bleibt spannend und wie du sagst, ich hasse es auch, wenn ich so einen Outsider-Tipp habe, ne? Wie zum Beispiel beim Bayern gegen Mainz, wo ich aufs Unentschieden, glaube ich, getippt hatte und dann verlieren das die Bayern. Versteht? Ich bin der Einzige, der da irgendwie in die Richtung tippt und dann verlieren die das und ich kriege 0 Punkte, genauso wie alle, die einen 5-0-Sieg der Bayern getippt haben. Mega ätzend und du hast schon recht, dein Namensvetter kann jetzt einfach deine Tipps fleißig kopieren und ist schon wieder vor dir. Aber ich denke mal, das wird nicht passieren. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein, dass wir schön viel Zeit haben für die einzelnen Spiele. Du hast es schon angeteasert, Köln gegen Berlin. Was ist dein Tipp bei dem Spiel? Also ich werde es mir, wie gesagt, im Stadion angucken. Ich bin extrem gespannt, einfach weil es auch das vorletzte Heimspiel von Jonas Hector in der Karriere sein wird. Das heißt, da auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal schon emotional bei den Kölnern. Ergebnistipp 1-1. Und wenn wir die Hot Takes noch drin hätten, dann wäre bei mir auch Davy Selke als Torschütze mit dabei gewesen. ich möchte schon kurz teasern, mein Bruder, schon lange gesagt hat, ich glaube im Oktober, das wäre einer für Köln und der wird mindestens 5 Rückrunden-Tore machen. Jetzt steht er, glaube ich, bei 5 schon. Mal schauen, ob noch was dazukommt, aber der gefällt mir eigentlich ganz gut. Gerade weil die Kölner auch kommendes Jahr vielleicht keinen dazu holen können, wäre ein ganz kleiner, ganz weit entfernter Spoiler, einer für nächstes Jahr auch fürs Team vielleicht. Weil ich glaube nicht, dass der besonders teuer wird. Und zum Spiel an sich, es kann in beide Richtungen kippen. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr dreckiges, umkämpftes Spiel. Einfach nur, weil die Kölner auch gegen Leverkusen wieder ganz stark über den Kampf gekommen sind. Dann gut im Umschaltspiel. Und also rein spielerisch lief nicht viel nach vorne. Das waren 2 schön rausgespielte lange Bälle auf Selke, mehr oder weniger. So ein bisschen aus dem Halbfeld raus. Bei der Hertha läuft schon lange nichts mehr schön. Deswegen wird es ein dreckiges, klassisches 1-1. Und wahrscheinlich auch noch verregnet, von daher passt dann alles zusammen. Was sagst du, Nico?
Ja, finde ich spannend. Dein Tipp mit Davy Selke, ich erinnere mich dran. Zu Davy Selke kann ich mal so wahnsinnig wenig sagen, weil meine Kinder vielleicht auch das Video gucken und ich den einfach nicht so wahnsinnig gut leiden kann. Aber ich gehe voll d'accord, dass das Davy Selke-Spiel sein könnte, schlechthin. Mein Tipp kopiert sich im Grunde genommen wie mit deinem auch ein Unentschieden. Ich gehe aber aufs 2-2, weil ich Davy Selke natürlich die zwei Tore zutraue. Fußballgott. Er wird sie nicht mit Sympathie ins Tor bekommen, die Bälle, aber vielleicht mit Technik und mit Durchsetzungsvermögen und ein bisschen Nerven. Das ist eine schöne Szene mit Andrich gehabt, traumhaft, wie ich finde. Würde direkt weitermachen. Bei mir steht als nächstes Spiel Union Berlin gegen den Sportclub aus Freiburg. Scheiße. Oh Gott, wirklich Leipzig abgeschenkt und so weiter und so fort. Union. Boah, ich bin jetzt schon tierisch nervös, muss ich gestehen. Es kann alles drin sein. Es kann alles irgendwie im Paket drin sein. Ich rechne tatsächlich mit einem Unentschieden am ehesten. Es wird wieder so ein unglaublich merkwürdiger Unentschieden-Spieltag bei mir, wo es vielleicht zwei Nicht-Unentschieden gibt. Auch das wird ein Unentschieden. Aber vielleicht ein bisschen billig. Für mich ist es ein 0-0, weil die Berliner zu Hause kein Gegentor kassieren und weil Marc Flecken vielleicht auf seiner Abschiedstour auch keine Gegentore mehr zulassen möchte. Von dem her für mich ein 0-0. Ob uns das jetzt weiterhilft, weiß ich nicht. Ich hoffe bei Freiburg auf zwei Siege noch gegen Wolfsburg und gegen Frankfurt an den letzten beiden Spielen. Mal schauen, was Berlin macht, mal schauen, was Leipzig macht. Das Geilste wäre, wenn einfach die Leipziger gegen Bayern verlieren am nächsten Spieltag und dann Union und Freiburg in die Champions League einziehen würden. Aber vielleicht ein bisschen weit vorgegriffen, was ist dein Tipp für das Spiel Berlin gegen Freiburg? Also es geht richtig langweilig bei uns beiden los, weil ich auch 0-0 aufgeschrieben habe. Ja, es ist einfach der Union-Tipp. Ne? Union kassiert aktuell einfach keine Tore zu Hause. Freiburg nach vorne war mal deutlich schöner anzuschauen einfach nur. Also da ist, ja, gefühlt seit dem Sieg gegen die Bayern so ein bisschen der Wurm drin. Also es läuft relativ wenig einfach nur. Grifo war lange Zeit so No-Brainer, auch in der Elf des Spieltags, rutscht bei mir eigentlich nicht mehr rein, weil das einfach nicht mehr zusammenpasst. Ergebnis mit 0-0, glaube ich, kann ich wirklich kopieren, weil da sehe ich wenig, was mir irgendwie Hoffnung macht. Flecken wird spannend. Der Brentford ist aus England interessiert. Hat er, glaube ich, eine Ausstiegsklausel auch irgendwie bei 12, 13 Millionen. Wäre natürlich auch nicht verkehrt für Freiburg. Ne? Also schon gutes Geld auch, aber so gut muss er erstmal wieder finden. Da habe ich noch ganz andere Offsex, aber da kommen wir dann in der Offseason zu. Ja, ich will nur Pause. Ich will nur erwähnen, dass wir den gar nicht finden müssen, sondern dass der schon bei uns im Kader ist, mit Noah Atubono in der dritten Mannschaft. Schwono? Ja, ich finde ihn super stark, ist ja, glaube ich, auch U21-Nationalspieler, ne? Also ja. Gefällt mir eigentlich gut. Ich habe, kann sagen, ne? Einfach Müller von Stuttgart, ja, funktioniert in Stuttgart überhaupt nicht, hat in Freiburg unfassbar gut funktioniert. Bei Stuttgart nur noch Ersatzkeeper. Das wäre halt so einer, den man holen könnte, um ein bisschen Konkurrenzkampf zu haben. Ne? Also entweder sagst du, der eigene Nachwuchs setzt sich durch, oder du hast einen, der in Freiburg schon funktioniert hat, einfach und der günstig sein wird, egal ob Stuttgart absteigt oder nicht. Aber das ist dann ganz viel Sommerpausenspinnerei, da freue ich mich schon drauf. Das ist für mich als Transfermarkt-Nerd natürlich fast genauso spannend. Machen wir weiter. Frankfurt gegen Mainz, glaube ich, bin wieder dran. Frankfurt, Glasner, Wahnsinn. Also jetzt ist zumindest bestätigt, dass er nach Saisonende weg ist. Ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, das schon öffentlich zu verkünden, einfach nur, weil klar, man hofft sich drauf. Man hat Klarheit, deswegen ist ein bisschen irgendwie das Feuer raus und gleichzeitig kann natürlich die Spannung auch noch weiter abfallen. Ich fand den Nachfolgekandidaten, der da im Raum steht, Udo Toppmöller, eigentlich ganz spannend, weil Nagelsmann jünger irgendwie ganz lange da Co-Trainer gewesen. Ich als Leverkusen habe mit dem Namen natürlich noch ganz andere nostalgische Gefühle, denkt da gerne an, oder ja, mittelgerne an 2002 zurück, mit dem Papa als Trainer noch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich tippe auch auf Mainzer Sieg einfach, weil, also gerade in der Liga ist für Frankfurt ja auch noch komplett der Druck weg. Also es geht da jetzt wirklich nur noch um den Pokal und sehen 2-1 Auswärtssieg. Ja, ich will nicht hoffen, aber ich kann mir vorstellen, dass das Frankfurt wirklich abgeschossen wird einfach, weil bei Mainz wird es richtig brennen einfach nur. Die müssen gewinnen, die können sich keinen Punktverlust mehr leisten, gerade im Kampf um die Euroleague, Conference League, wie auch immer. Ne? Da sind 3-4 Teams, die da gerade irgendwie bisschen drum kämpfen und für Frankfurt geht es wirklich um überhaupt nichts mehr. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt groß geschont wird. Das könnte ich mir irgendwie auch nochmal vorstellen, weil warum in der Liga jetzt noch irgendwas riskieren? Ja, deswegen
Bin gespannt, ob wir da jetzt wieder den gleichen Tipp raushauen, Nico, oder ob wir jetzt ein bisschen abweichen kannst. Tipp den Mainz hat ein Tor mehr oder so. Ja, wir weichen da ein bisschen ab, weil ich mir tatsächlich alles vorstellen kann. Ich könnte sogar den Frankfurter Sieg mir irgendwie vorstellen, weil bei den Mainzern Barrero fehlt im defensiven Mittelfeld, den ich da schon relativ wichtig finde und ich die Mainzer am Ende, also im letzten Spiel nicht mehr ganz so glücklich oder überzeugend fand wie davor. Aber weil ich gesagt habe, ich mache einen unentschieden Spieltag und ich ein 0-0 und ein 2-2 schon habe, gehe ich hier aufs 1-1. Streu mal ein bisschen, mach mal ein bisschen was Verrücktes, mal ein 1-1 raushauen, habe ich bisher heute nicht drin gehabt. Zur Abwechslung mal. Und mach weiter mit Bochum gegen Augsburg, was, oh Gott, ich traue es mir ja kaum zu sagen, das nächste Unentschieden-Spiel sein könnte, zumindest beide irgendwie, also die Bochumer so ein bisschen heimschwach, wie ich finde, und die Augsburger ein bisschen auswärtsschwach. Aber um mal den Rhythmus zu durchbrechen, gehe ich hier auf einen Heimsieg der Bochumer. Die ziehen mir richtig schön die Augsburger noch mit hinten rein, um einfach die Spannung im Abstiegskampf auch hochzuhalten. Ein knapper 2-1 Heimsieg für die Bochumer ist mein Tipp gegen Augsburg. Was sagst du? Ich gehe aufs Unentschieden. Ich habe es bei 2 aufgeschrieben. Ich war aber auch lange beim Heimsieg, muss ich sagen. Theoretisch auch so ein Spiel, was in beide Richtungen kippen kann, wobei ich Augsburger Auswärtssieg eher weniger sehe. Bei Augsburg ist ein bisschen, also die waren bis zum Köln-Spiel von vor 2 Spieltagen eigentlich auf dem Weg zu sagen, jetzt den Heimsieg, dann sind wir sicher durch. Das haben die Kölner dann eben andersrum für sich genutzt. Und seitdem geht bei Augsburg gerade offensiv nicht mehr so viel, was vorher irgendwie doch noch gut funktioniert hat. Ich finde generell die Augsburger Aufstellung eigentlich ganz spannend. Die haben so ein bisschen ein komisches System, dass die Meier eigentlich als gelernten Sechser auf den Flügel stellen. Und dafür Arne Engels, der im Winter gekommen ist, eigentlich ein Flügelspieler auf der Sechs spielt und es funktioniert. Also da muss man Maaßen eben auch sagen, der Kniff geht auf. Aber die haben generell ein paar Aufstellungspunkte immer mit drin, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, was. Aber ich bin auch überhaupt kein Trainer, deswegen wahrscheinlich ist das gut so. Aber ich sehe, es ist unentschieden. Und dann kommen wir zum Spiel, was fast schon langweilig werden könnte. Wolfsburg gegen Hoffenheim einfach. Also die Hoffenheimer sind durch jetzt so gut wieder. Da wird es um nicht mehr viel gehen. Die Wolfsburger am letzten Spieltag waren natürlich eine Nummer für sich. Schauen wir mal, wie es jetzt diesen Spieltag ausschaut. Ich habe kurzzeitig von beiden Leuten Spieler in der Elf des Spieltags drin gehabt. Kommen wir natürlich nachher noch zu. Einen kann man sich wahrscheinlich schon denken, das ist in Hoffenheimer drin geblieben. Ich kann mir vorstellen, dass es sogar ein ganz geiles Spiel wird, einfach ein torreiches Spiel. Ich sehe ein 2-2 wieder, weil das heißt, du bist nicht der Einzige, der heute einen unentschiedenen Spieltag hat. Aber ich glaube, das könnte zumindest ein Spiel sein, was man sich echt gut angucken kann, und dass die Wolfsburger nochmal so abgeschossen werden wie gegen Dortmund, das wird nicht passieren. Von daher freue ich mich tatsächlich halbwegs drauf. Das ist ein cooles Konferenzspiel, das würde ich mir nie alleine angucken. Aber da kann ich mir vorstellen, dass das relativ oft Tor Wolfsburg gerufen wird. Und das kann man sich, glaube ich, ganz gut nebenbei geben noch. Ja, also ich sehe gerade, du ziehst es mehr durch mit den Unentschieden als ich. Ja. Auf jeden Fall auch ein Unentschieden-Tipp. Ich weiß noch nicht, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich auf Unentschieden gehe oder auf Sieg Wolfsburg. Was ich auf jeden Fall anders sehe, ist, dass Hoffenheim durch sei. Also Hoffenheim hat in meiner Tabelle 32 Punkte. Wenn die Bochumer gewinnen, sind sie bei 31 Punkten als derzeitiger Abstiegskandidat. Die Schalker mit 30 Punkten, die Stuttgarter mit 28 Punkten. Also ich habe das Gefühl, die Hoffenheimer müssten dieses Spiel dringend gewinnen. Ebenso auch die Wolfsburger, die das Spiel eigentlich gewinnen sollten, um eben irgendwie international Ansprüche anstellen zu können. Boah, ich finde es total schwierig. Ich schwanke zwischen einem 2-2, was du auch hast, oder einem 2-1 Heimsieg. Ich nehme es unentschieden auch. Ich muss vielleicht noch als Erklärung dazu, warum die für mich eher durch sind, ist zum einen, wenn ich habe als Kicker-Fanatiker die natürlich das Tippspiel auch mal durchgemacht, einfach um zu gucken, wer bleibt bei mir drin. Da holen die anderen unten nicht mehr sonderlich viele Punkte. Plus, die Hoffenheim haben noch den Trumpf oder, wie man das nennen will, die haben am letzten Spieltag das Endspiel gegen Stuttgart. Und da sehe ich aktuell einfach, also das ist natürlich das geilste Abstiegs-Endspiel, was du haben kannst, mit beiden Ex-Trainern gegeneinander. Hoeneß gegen Pellegrino, aber jetzt eben andersrum. Ne? In der Hinrunde sah es doch umgekehrt aus. Das ist für mich fast das geilste Spiel eigentlich am letzten Spieltag. Und da habe ich halt, vielleicht ändert sich das noch, schauen wir mal, wie es durchläuft, aber da sehe ich aktuell eher einen Hoffenheimer Sieg, weil die Stuttgarter mir dann doch nicht so gut gefallen.
Und gerade wenn ich den Rest durchtippe, dann kommen einige, die noch unten stehen, bei mir überhaupt nicht auf die 32 Punkte. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich jetzt bei Bochum wieder ein Unentschieden habe, wenn die gewinnen. Klar, sieht das alles wieder anders aus. Aber bei mir landen aktuell eher die Hoffenheimer dann noch im gesicherten 14. Platz, wenn man das gesichert nennen kann. Aber ja, das zumindest kurz, warum ich sage, die sind für mich eher durch. Aber wir sind dies ja schon so oft überrascht worden. Auf jeden Fall. Okay, mach weiter mit den Bayern weiter. So ist es. Ich wollte gerade raushauen, dass es das Topspiel ist, aber das ist es ja gar nicht. Es ist genauso ein 15-30-Spiel wie der Rest. Aber ich sehe hier mal was Ungewöhnliches, und zwar einen souveränen und klaren Heimsieg der Münchner gegen meine geliebten Schalker. Ein 4-0-Heimsieg für die Bayern schreibe ich auf. Wunderbar. Ich gehe aufs 3-0. Ich fand nur zwei Sachen zu dem Spiel noch lustig. Also zum einen generell zu Tuchel. Das letzte Spiel gegen Bremen hatten bei uns schon sehr, sehr viele einfach nur als souveränen Bayern-Sieg mit drin. Gerade weil es für Bremen um nichts mehr geht. Und das war so schlecht einfach wieder. Ich finde das unglaublich. Ich habe keine Ahnung, was in dem Team schiefläuft. Also ob dann doch so viele Spieler an Nagelsmann gehangen haben. Ich kann es dir wirklich nicht erklären, weil es macht für mich keinen Sinn. Also gerade so ein letztes Spiel, ist es niemand geschont worden. Die Bayern haben nur noch den einen Wettbewerb. Warum das nicht funktioniert, und ich halte Tuchel für einen extrem guten Trainer, aber ich kann mir aktuell nicht erklären, warum das so wenig matcht zwischen Trainer und Mannschaft. Und so wie man mitbekommen hat, waren es ja eigentlich hauptsächlich nur Goretzka und Kimmich, die dieses enge Nagelsmann-Verhältnis hatten, plus eben ein paar Nachwuchsspieler und der ganze Rest eigentlich nicht so sehr. Es ist nur unbegreiflich, und wenn ich das durchtippe, gerade du hast es angesprochen, nächste Woche Leipzig gegen Bayern ist nochmal ein klassischer Stolperstein. Ich fand diese Woche noch lustig, dass der Dortmunder Oberbürgermeister gesagt hat, wenn die Schalker gewinnen, dürfen sie sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Ich glaube, da werden dann doch einige Dortmunder was gegen haben. Aber ja, es gibt dem Ganzen immer so einen besonderen Flair, dass die Schalker um den Abstieg kämpfen und gleichzeitig die Dortmunder so ein bisschen zur Meisterschaft führen können, wenn da was gehen sollte. Wie gesagt, Ergebnis 3-0. Also das müssen die Bayern gewinnen. So. Aber das werden sehr, sehr spannende Diskussionen, egal ob die Bayern Meister werden oder nicht nach der Saison, auch mit der Trainerwahl, auch mit generell. Also ich könnte mir vorstellen, da werden wir dann später auch im Laufe des Sommers zu kommen, Salihamidžić, Kahn, Kaderzusammenstellung, was funktioniert, was nicht, was wird da Richtung nächste Saison gehen. Spannend auf jeden Fall, und da kann ich direkt weitermachen, weil das Topspiel dann Borussia gegen Borussia, die Dortmunder sind. Gladbach am letzten Spieltag noch so ein bisschen Gesicht gewahrt. Stindl hat, glaube ich, in der 92. getroffen, so auf der Abschiedstour. Finde ich übrigens sehr cooler Move, einfach zurück nach Karlsruhe zu gehen, back to the roots, weil er ist doch nicht in dem Alter oder in der Form, wo du sagst, da funktioniert nichts mehr. Die Gladbacher hätten ihn gerne gehalten. Die Dortmunder haben mir sowas von gut gefallen, und muss einfach noch einen herausheben, weil Julian Brandt, was der letztes Wochenende geliefert hat, also gerade die letzte Vorlage, wie er den No-Look, den langen Ball, ich glaube, der kommt von Özcan, reingelöffelt, und er legt den No-Look hinter sich in den Lauf von Bellingham, der dann einschiebt. Das können nicht viele Spieler so, und das gibt mir so ein bisschen gerade Bellingham-Brand auf der Doppel-8, so ein bisschen Havertz-Brand-Vibes einfach, die wir unter Peter Bosch in Leverkusen hatten mit Arangis dahinter. Da wird so gezaubert teilweise. Das ist natürlich defensiv brutal anfällig, wenn du keinen kampfstarken Achter mehr drin hast, aber das macht sowas von Bock zu gucken. Spiel, glaube ich, wird sehr deutlicher Dortmund-Sieg, 4-1. Schmunzel nicht, du darfst nicht dasselbe haben, Nico. Ich glaube auch, dass du es knapper siehst, aber das hat echt Bock gemacht, was die Dortmunder da letzte Woche abgeliefert haben. Und ja, bei den Gladbachern auch, wenn es jetzt letzte Woche ein bisschen besser ausgesehen hat, ist der Druck einfach raus, ist das Feuer raus, geht jetzt auch wirklich nur noch darum, ein bisschen Gesicht zu wahren und dann eben zu analysieren, ob man mit Farke in die neue Saison gehen will. Ich glaube schon, aber für viel mehr geht es ja mit Gladbach einfach nicht mehr. Da werden sich vielleicht ein paar Junge noch zeigen können, und das war's. Alles klar, ich will zweimal heulen. Einmal, weil ich mit Rafael Guerrero in meinem Top-Team den einzigen Dortmunder hatte, der nicht so richtig geil gepunktet hat, muss man sagen, bei dem Spiel. Naja, nice Pick, wirklich. Also Katastrophe. Plus, danke Lars Stindl, dass er mir meinen einzigen Tipp, der irgendwie hätte annähernd richtig sein können, mit 1-0 in der 92. Minute, wenn das so war, geklaut hat. Deswegen ein bisschen Magenkrämpfe, wenn wir über diese zwei Ereignisse reden. Ansonsten habe ich deinen Tipp genauso
aufgeschrieben, 4-1, die Dortmunder werden die Gladbacher überrollen. Es wird einen Gladbacher Torschützen geben. Genau. Ansonsten, die Zeit ist leider zu knapp, ansonsten könnte ich noch viel sagen über die derzeitige Form der Dortmunder und über die derzeitige Form der Bayern. Ich habe da viele Diskussionen mit den typischen Münchner Fans, die oft recht haben, wie ich finde, wenn sie sagen, jo, die Bayern werden schlecht geredet, jo, die Bayern werden das Ding wieder locker holen, etc. pp., genau wie du sagst, ich weiß nicht, was da los ist. Also früher gab es ja die Spiele, die sie dann unglücklich verloren haben oder viele geschont hatten und dann verloren haben oder sonst irgendwas. Da wird nichts geschont, da ist aber auch nichts unglücklich, sondern es ist einfach nur katastrophenschlechtes Spiel der Bayern. Meiner Meinung nach, klar sind ein paar Sonntagsschüsse mal drinne vom Gegner, aber das ist lange nicht die Dominanz, die wir kennen. Deswegen bin ich mal wahnsinnig gespannt, wie das Spiel gegen Leipzig ausgehen wird. Die Dortmunder jetzt mit 2 Heimspielen, / Heimsiegen. Ich bin gespannt. Wir haben vor ein paar Spieltagen schon gesagt, die Dortmunder sind die Einzigen, die sich selber ein Bein stellen können. Stimmt nicht mehr, wenn die Bayern alles gewinnen, dann können die Dortmunder jetzt machen, was sie wollen und werden trotzdem nicht Meister. Aber es wird wahnsinnig spannend und ich mache weiter mit dem Spiel VfB Stuttgart gegen Bayern 04 Leverkusen, was ich sehr schwierig zu tippen finde, weil die Leverkusen meiner Meinung nach sich in der Liga, weiß ich nicht, was sie da noch wie holen wollen, beziehungsweise wie sehr sie halt die Euroleague im Kopf haben werden. Die Stuttgarter, die das Spiel irgendwie gewinnen müssen, wahnsinnig schwierig. Ich gehe auf ein 1-1 Unentschieden. Ich mache es kurz, ich kann sowieso nichts Sinnvolles dazu sagen. Was denn? Ist das dein Tipp? Ja, ich hab das Unentschieden auch drin, aber ich war mir wieder sicher, dass das so ein Ding, wo 90% Leverkusen vorne sehen. Ja, Ergebnistipp 1-1 und ich kann ja, glaube ich, oder warum ich dazu komme, mit zwei Sachen. Zum einen, du hast angesprochen, Euroleague. Schauen wir mal, wie das Hinspiel in Rom ausgeht am Donnerstag, aber davon wird eben auch abhängen. Kann man vielleicht irgendjemanden schonen? Muss man irgendjemanden schonen? Ist irgendjemand angeschlagen? Palacios ist immer noch nicht zurück in der Mannschaft oder trainiert zwar jetzt wieder mit der Mannschaft, wäre so ein Kandidat, den ich in Rom bringen kann und dann aber in der Liga draußen lasse. Und was man ansonsten bei Leverkusen so ein bisschen ignoriert hat, ist, die waren bis Köln 14 Spiele ungeschlagen. Die haben aber inklusive Köln die letzten 4 Ligaspiele, glaube ich, da haben sie nur eins von gewonnen. Da waren die Unentschieden dabei gegen Wolfsburg, gegen Union. Klar kann man bei beiden sagen, ne, es ist völlig okay, da Unentschieden zu spielen. Aber gerade Union bekleckert sich auch nicht mit Ruhm aktuell. Und dann die Niederlage gegen Köln. Und was man bei Leverkusen einfach noch extrem merkt, und da bin ich sehr, sehr gespannt, was für Lösungen Alonso da in der Zukunft findet, ist, die können unfassbar geil umschalten. Ne? Also gerade Frimpong, Diaby, die Seite geht ab, Wirtz setzt wunderbar in Szene. Du hast mit Diaby einen vorne drin, mit Adli einen vorne drin noch, der extrem schnell zum Abschluss kommt. Wenn die Platz haben, können die wenig mit dem Ball anfangen. Also da funktioniert noch echt wenig. Gerade was, wie finden wir dann Lücken beim Gegner, wenn er tief steht? Und die Stuttgarter stehen halt mit ihrer Dreierkette, Dreier-Fünferkette unfassbar tief. Du hast mit Endo, Carrasco auch noch zwei Defensivstarke davor. Ich glaube nicht, dass da sonderlich viel Kreatives von Leverkusen kommen wird einfach. Und dann ist das für mich so ein klassisches 1-1-Spiel, weil die Stuttgarter mir eben auch andersrum nicht so gut gefallen. Ja. Dass ich sagen würde, ne, wie gegen Köln, okay. Ich habe auch bei Köln 1-1 getippt, aber ich hätte zumindest den Sieg der Kölner nicht ausgeschlossen. Bei Stuttgart sehe ich das eher nicht, aber ein Unentschieden ist, glaube ich, absolut im Bereich des Machbaren. Für mich auch spannend, Wettanbieter sehen das fast gleich auf einfach nur, was natürlich absurd krass ist, wenn du die Tabellensituation vergleichst. Aber ja, es könnte das ein Sieg aus den letzten 5 Spielen nur werden und dann muss man schauen. Da kann aus einer zwischendurch überragenden Saison Alonso wirklich absoluter Durchschnitt werden, wenn du jetzt ausscheidest und in der Liga am Schluss irgendwie 7., 8. wirst, was auch passieren kann. Und dann machen wir Abschluss des Spieltags Leipzig-Bremen. Kann ich nicht so viel zu erzählen. Ich tippe 2-0. Ich glaube nicht, dass die Bremer nochmal so funktionieren wie gegen Bayern einfach. Und das ist, glaube ich, wird ein recht abgezocktes Spiel einfach nur für die Leipziger. Ich bin gespannt, ob Füllkrug zurückkommt mittlerweile. Fehlt dann ja auch schon, glaube ich, seit 5 Wochen mittlerweile. Das ist schon deutlich länger als erwartet, weil es am Anfang irgendwie hieß, nur angeschlagen und das könnte jede Woche wieder klappen. Aber ja, 2-0 und kurz und schmerzlos. Ja, bei mir auch kurz und schmerzlos. Ich habe da sehr, sehr wenig Fantasie, dass für Bremen irgendwas gehen könnte, beziehungsweise für Freiburg irgendwas Positives passieren würde. Ein Bremer Tor sehe ich immer. Von dem her gehe ich auf ein 3-1.
bleib bei dem gleichen Abstand, aber habe mir aber jetzt überlegt, nachdem ich unsere beiden Tipps gesehen habe, dass ich doch nochmal ändern möchte, die Partie Wolfsburg gegen Hoffenheim und da von einem 2-2 weggehe auf einen 2-1 Heimsieg. Der Wolfsburger, so ein bisschen Differenz haben wir dann wieder drin. Ich speichere kurz die Tipps und wechsle den Bildschirm und sag feuerfrei für dich. Was hast du dir bei dem Team eigentlich gedacht, Jakob? Passt. Also es sind ein paar drin, die nicht überraschen sollten. Bruno, Mr. 0-0 oder zumindest zu 0 spielen, passt ganz gut. Und weil ich eben einen 0-0 gegen Freiburg sehe, rutscht bei mir in der Abwehr Ginter mit rein. Offensiv kann ich bei Freiburg aktuell keinen vertreten, aber in der Abwehr passt ganz gut. Hector, habe ich gesagt, der Fußballgott bleibt bis Saisonende unangetastet drin und es geht jetzt gegen Hertha, ne? Also das ist auch durchaus was möglich. Und der Letzte, der bei mir mit reinrutscht, Hansche Olsen, ist ein Spieler, der insgesamt sehr, sehr stark unter dem Radar läuft bislang, der überragende Zweikampfwerte hat, der sich generell, wenn man sich so ein bisschen durch die Portale durchklickt, die nach Statistiken bewerten, extrem weit oben gerankt ist immer. Sehr, sehr gespannt, wie teuer der wird für die neue Saison. Das könnte ein sehr, sehr spannender Spieler werden. Genau, das ist die Dreierkette hinten, dann Mittelfeld. Wirtz ist, glaube ich, noch gar nicht sicher, ob er spielt. Das heißt, da könnte eventuell noch sein, dass ich den rausnehme und jemand anders mit reinnehme. Da wäre Adli mein Plan B, das schon mal vorweg. Ansonsten Bellingham oder Brand ist so gefühlt aktuell die Frage. Ich bin gespannt, ob es bei dir wieder Guerrero wird. Aber das waren die beiden, die ich geschwankt habe. Baumgartner bleibt dann mit drin. Musiala, ja, was soll ich sagen? Schauen wir mal. Aber ja, das muss dann einfach gegen Schalke funktionieren. Das haben wir letzte Woche gegen Bremen, glaube ich, genauso gesagt. Aber ja, gegen Schalke muss. Und der Letzte, der mir mit reinrutscht, ich habe den eben schon mal kurz angeteasert, Arne Meyer, der mir bei Augsburg einfach sehr, sehr gut gefällt, der, wie gesagt, eigentlich Sechser ist, aber über den rechten Flügel kommt und das überraschend gut macht. Und für die Augsburger könnte auch am Spieltag was gehen einfach nur. Deswegen das einer, den, glaube ich, nicht viele mit drin haben, wo man vielleicht ein paar Punkte abstauben kann. Und dann im Sturm vorne, ja, das war der erste Spieltag, wo ich überlegt habe, Kolomouani rauszunehmen. Weil in Frankfurt hat einfach in der Liga dann doch so wenig funktioniert, aber er bleibt dann doch drin bei mir. Und der Letzte ist ein Kunku, der sich überragend gefangen hat, einfach wieder, der richtig Bock macht. Und gegen Bremen sehe ich mindestens zwei Leipziger Tore und mindestens einen von Kunku. Deswegen bin sehr, sehr gespannt, wie sehr wir jetzt auseinanderliegen oder beieinander, ob das wie bei den Tipps ist, Nico. Solange ich den Bildschirm wechsle, darfst du einmal raten, wie viele gemeinsame Spieler wir haben. Natürlich tricky, ne? Also das heißt, entweder sind es 8 oder 3, aber in dem Fall sage ich einfach mal 3 und lass mich jetzt überraschen von deinen Tipps. Okay, ich verrate dir jetzt schon, das ist einer. Ein Spieler, den wir beide haben. Und jetzt, welchen würdest du tippen, welchen wir beide haben? Ich glaube nicht, dass es Musiala ist und dann würde ich fast auf Renault gehen. Gut, also dann mein Team. Ich blende jetzt auch für die anderen kurz ein, klicke mich jetzt hier nochmal durch. Immer jetzt im Kicker diese Durchgeklicke. Also im Tor, Marc Flecken zu 0 gegen die Berliner. Und so rutscht auch ein Berliner Abwehrspieler bei mir rein dieses Mal, den ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Roussillon findet seinen Platz. Van de Feen bei Wolfsburg. Die Wolfsburger gewinnen ja, wie ich mir sehr, sehr sicher bin, 2-1 gegen die Hoffenheimer. Deswegen kann ich den mit reinnehmen. Und zu guter Letzt Frimpong, wie immer Frimpong. Im Mittelfeld Endo. Ich habe gesagt, auf Endo wird immer gesetzt. Hofmann, da habe ich Ewigkeiten überlegt, Jonas Hofmann reinzunehmen. Der wird natürlich das eine Tor in Dortmund schießen. Ich war dann bei Mainz gegen Frankfurt. Ich wusste nicht, welchen Frankfurter Mittelfeldspieler ich setzen will. Ich wusste nicht, welchen Mainzer Mittelfeldspieler ich nehmen will. Vielleicht Lee, vielleicht ändere ich das noch. Mal gucken. Hoffenheim, mein Lieblingsspieler Krischer Bröme, ist nach wie vor mit dabei. Und ganz mutig im Mittelfeld Serge Gnabry als Stürmer gegen Schalke 04. Ja, ich sage am Schluss was dazu. Geh mal den Sturm noch durch. Und dann, wenn du noch Zeit hast, mein Lieber. Wir haben noch eine Minute. Ein Kunku ist unser doppelter Spieler. Okay. Donny Malen wird mein Dortmunder sein. Und dann, es geht ums Spiel, es geht nicht um Sympathie, Davy Selke. Okay, geil. Ja, dann mach ich es ganz kurz, weil es sind ein paar dabei, wo ich auch überlegt habe. Also Selke wollte ich unbedingt mit reinnehmen. Ich habe es aber einfach nicht übers Herz gebracht, Hector rauszunehmen. Das ist der einzige Grund, warum Davy Selke nicht mehr mit auftaucht. Ansonsten Malen, ja, finde ich auch spannend. Bin
bin gespannt. Also für mich einfach dafür Bellingham Brand zu stark, als dass ich mal mit reinnehmen würde. Aber ich kann es verstehen, weil der scored einfach. Ne? Es funktioniert ja. Und ansonsten, ja, gutes Team. Also gut. Ich hab gar nichts zu meckern. Du machst mich nervös, wenn du weiterredest, weil die Zeit ist abgelaufen. Also euch allen guten Spieltag, sonst sind wir gleich wieder weg mit so Fragezeichenköpfen. Schreibt euer Top-Team drunter, schreibt eure Tipps drunter. Wir haben noch 3 Spieltage in der Saison zu gehen. Es wird richtig geil und spannend. Bis dann, yes. Montag, cool down. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.